Herzlich willkommen zu einem weiteren Fördertraining von der Münchner Fußballschule. Heute wieder mit dem Chris und dem Marc. Du hilfst mir? Co. Marc. Co. Sorry. Oh Mann, guter Start. Wir starten mit einer Koordinationsübung. Dafür braucht ihr drei Handtücher und zwei Klorollen. Wir nehmen jetzt unser Material natürlich her. Sind das deine Handtücher? Das sind meine Handtücher und das sind meine zwei Klorollen. Viel Erfolg, Mensch. Ja. Wir bauen die mal auf. Ich lasse euch dann noch mal ganz kurz Zeit, dass ihr das auch aufbauen könnt. So, einmal hier. Sollen die Handtücher auslegen oder zusammenrollen und hinlegen? Dass sie so ausschauen, wie es hier steht. Okay, Marco? Es steht, okay. Okay, also wir starten mit einer relativ einfachen Koordinationsübung, damit wir den Marco nicht gleich überfordern. Hast du einen Stein gewonnen, Chris? Okay. Wo stell ich mich hin? Einfach mal jetzt dahinter, dann stehst du nicht im Weg. So, also Ball haben wir in der Hand und wir starten mit zwei Kontakten zwischen den einzelnen Marken oder bei euch Handtüchern und legen los, gehen drüber auf einen Fuß und wieder zurück. Wir sind auf den Fußball immer unterwegs, wir machen den Ball Dropkick flach mit der Sohle, Dropkick flach, Sohlenwende links, Flick, Flack rechts, Sohlenwende und dann passen wir den Ball in unser Zieltor. Soweit verstanden, Marco? Du musst mir den Anfang nochmal zeigen. Den Anfang muss ich dir nochmal zeigen, dann mache ich es noch einmal vor für dich. Also, wir starten nochmal. Zwei Kontakte, ein Fuß, zwei Kontakte. Fertig, hochwerfen, Dropkick stoppen, Sohle links, Flick, Flack rechts, Sohlenwende und drücken den Ball in unser Zieltor. Okay? So, ich würde sagen, dann legen wir gleich mal los, Marco. Und du schaust mal, ob du das... Was muss ich machen? Schritte und immer wieder zurück. Genau. Ich habe es tatsächlich vergessen. Zwei Kontakte zwischen den einzelnen Dingern, genau. Ja, und kriegen wir das in, ohne es nachzulaufen? Sag mir, was ich machen muss. Muss ich wieder zurücklaufen? Okay, pass auf. Ein letztes Mal für alle, die es immer noch nicht verstanden haben. Du gehst hier hin und jetzt stehst du hier auf einen Fuß. Ah. Ja. So, und jetzt gehst du wieder zurück. Also einmal wandert der rechte, einmal der linke. Ja. Verrückte Sache. Mhm. Ist nicht so schwer. Okay, also ja. 1, 2, 1, 2, 1. Ja. 1, 2, 1, 2, 1. Und jetzt hoch. Und jetzt. Dropkick, Sohle links, Flick, Flack rechts. Super, Sohle und hoch. Sehr gut, okay. Das schaut schon mal gut aus, Marco. Wunderbar. Jetzt machst du noch mal ein paar Durchgänge, würde ich sagen. Okay. Hopp, 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 hopp. Super, sehr gut. Schön. Drehen. Oh. Das hat der geklopft, kannst du mir nicht sagen. Schaust du mal das Video? Was ist denn los? Kinder, schaust du mal, dass ihr den Platz zur Verfügung habt. Jemand geklopft hat. Ordentlich nutzt und nicht irgendwo dagegen stoßt. Muss ich was mit den Händen machen? Aber so ist besser. So ist besser, ja, auf jeden Fall. So wie ich es vorgemacht habe. Genau. Das ist immer das Optimum. Weil man ganz wenig hört, das ist bei Marco sehr gut. Man hört so gut wie keine Fußgeräusche sozusagen. Bedeutet, er ist sehr leichtfüßig wie unterwegs. Ein Elefant bin ich. Ja, na, eher nicht. Eher doch, weniger Zeit. Elefanten gehen ganz leise. Ja, okay. Wirklich? Ja? Ja. Die hörst du nicht. Mhm. Nur wenn sie. So, richtig so? Ja, sehr gut. Sohle. Ja, ein bisschen kräftiger hopp, ziehen. Hopp, oh, jetzt war ich. Sohle. Warte, jetzt muss ich konzentrier dich drauf, komm. Auf geht's. Muss besser werden. Zack. Das ist eine tolle Motivation, muss besser sein. Ja. Was ist echt drauf, Alter? Sohle, Flick, Flack, Sohle, hopp. Sehr gut. Schau mal, dass du die Sohlenwende hast gesehen. Was war das Problem? Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Okay, pass auf. Schau, dass du siehst, genau, das ist die Diagonal nach vorne. Dann bekommst du den Körper hinterm Ball, ja, und kannst besser passen. Ja, weil also, so hast du gemerkt, das ist nicht optimal. Okay. Alles klar. Machen wir noch drei Durchgänge, Marco? Ja, ich pumpe eh schon gut. Hopp. Ja, wir machen dann schon mal einen kleinen Wettkampf draus. Hopp, hopp. Ja, Sohle. Hopp. Das war besser. Und genau. Kann man hinterm Ball sich was mit Schulter in mein Ziel zeigen lassen, gell? Die Spitze ist nach unten gesteckt, hast du gesehen? Mhm. Ich muss mich korrigieren. Also, was mache ich? Schultern zum Ziel. Genau. Okay. Hopp, 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 hopp. Hopp, 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 hopp. Gut. Dropkick. Dropkick flach. Sohle links. Flick flach rechts. Hopp, hopp. Sohle. Jawohl, besser. Bring die Schultern aber nicht in Richtung. Ja. Habe ich noch einen? Ja, einen hast du noch, dann machen wir einen Wettkampf draus. Gut. Dropkick. Okay. So, geklaut. Ja, egal, weiter kommt. Hopp, hopp. Gut. Hopp. Und hopp. Hopp, hopp. Ja, das war besser. Okay. So, dann machen wir einen Wettkampf, würde ich sagen, Marco. Du hast die Uhr, du stoppst.
Ich stoppe mich. Du stoppst dich selber. 1,5 Minuten. Wie viele Durchgänge schaffe ich? Genau, das ist die Frage. Wie viel schaffe ich? Also ich sag, du schaffst 6. Schaffst du mehr? Nö. Nee. Ja, das ist. Soll ich starten? Wenn du bereit bist. Seid ihr auch bereit? Wir legen los. Also, ich schaffe 6 Durchgänge. Okay. Entspannt. 2 Minuten. 1,5. Okay. Jawohl, gut. Oh, Dropkick, Sohle, Flick, Flack. Ich sag, du schaffst mehr als 6. Gut. Au, mein Zeh. Und weiter, komm auf jetzt. Du verletzt. Nicht müde werden. Jawohl. Oh, Dropkick. Verdammt. Sohle. Gut. Das schaut gut aus. Das schaut gut aus. Und gleich weiter. 4 Durchgänge habe ich schon. Nein. Hopp. Hopp. Sohle. Hopp. Gut. Sehr schön. Wunderbar. Das schaut gut aus. Meine Zehenspitze geht immer nach unten. Siehst du das? Wann meinst du? Beim Pass. Ja. Hast du das schon mehrfach bemerkt? Hast du gezählt? Ja, habe ich. Der 5. Hopp. 5. Hoch, Hopkick, super. Sohle. Hopp. Weg. Und. Jawohl. Okay. Schaffst du noch einen? Komm, oh. Jetzt. Gast, dann hast du mehr als 6. Jawohl. Sehr gut, Marco. Hoch, Hopkick. Sohle. Oh. Ja, kräftig ziehen. Sohle. Und. Jawohl. Aber deine Fußspitze geht immer noch nach unten. Ja. Das ist der linke Fuß. Oh, hast du immer noch Zeit? Das ist ja Wahnsinn. Maschine. So, hochwerfen. Sohle. Flick, Flack. Sohle. Au. Jetzt war die Fußspitze besser. Jetzt habe ich es geschafft. Okay, sehr gut. 1 Minute 35. Sehr, sehr gut. Wie viel habe ich geschafft? Du hast 8 geschafft. Oh. Mhm. Sehr gut. Okay, dann machen wir eine kurze Erholungspause. Genau. Damit der Marco auch mal kurz durchschnaufen kann. Oh. Und dann erkläre ich dir gleich die nächste Übung. Hast du die Übung auch schon gemacht eigentlich? Nö, ich bin ja der Trainer. Okay. Und sonst? Geht's gut? Ja. Sonst alles fein. Sonst zeig alles mir. Fein. Sag mir, was wir machen. Ich spiegel ganz kurz. Wie viele Varianten machen wir da? Das ist jetzt die erste Variante und danach haben wir nochmal eine Variante. Okay? So, also wir starten jetzt hier. Also 2 Varianten noch. Genau. Ja. Das ist die erste, danach kommt die zweite. So, wir starten wieder hier auf dieser Seite. Und jetzt machen wir Sprünge. Ja? Und wichtig ist, dass wir die Sprünge immer stabilisieren. Das heißt, dass wir nicht sofort wieder wegspringen, sondern wir bleiben wirklich auch auf dem Bein, auf das wir dann springen, auch stehen und stabilisieren das Ganze. Das heißt, wir fangen hier auf dieser Seite an. Den Ball haben wir wieder hier eingeklemmt und wir springen rüber, stabilisieren, springen wieder ganz rüber auf die andere Seite. So, als nächstes machen wir einen kurzen Sprung. Hopp. Und springen nochmal ganz rüber, stabilisieren und springen nochmal ganz auf die andere Seite. Ja? So vom Ablauf her. Verstanden? So, dann drehen wir uns raus, machen diesmal einen seitlichen Dropkick-Shot. Ja, das heißt, seitlicher Dropkick-Shot nach hinten, hopp. Sohlenwende lassen wir gleich. Flick-Flack ist auch gleich. Sohlenwende und durch. So, Achtelwende oder Schussfinde? Nee, Schussfinde machen wir bei der letzten Variante. Okay. Jetzt machen wir es erstmal so. Kann ich die Sprünge auch in die Richtung machen? So, ja, wenn du. Also, ich wollte jetzt nicht, ja, aber du kannst es gerne machen. Darf ich? Ist eigentlich, ja, dann ist es ein bisschen flüssiger sogar. Ich glaube, es ist sogar fast noch besser. Dann springen wir von der Seite, schauen immer in die Richtung, dann können wir nämlich den Dropkick-Stop gleich weiter flüssig machen. Dahin schauen. Ja, okay. Ich wollte es dir erklären. Also so. So, okay, dann leg los. Ja, Vorsicht. Hopp, stabilisieren, gut. Hopp, gut. Kurzer Sprung. Genau, langer Sprung und jetzt zeitlich Dropkick stoppen, hopp, Sohlenwende links, Flick, Flack, Sohle, Abschluss. Hopp. Sehr gut, wunderbar, das schaut schon mal gut aus. Dann machen wir jetzt wieder ein paar Wiederholungen, wie wir es beim ersten Mal auch gemacht haben, dass wir das Ganze ein bisschen üben können und dann einen Wettkampf. Genau, stabilisieren, kurz, lang, lang. Super. Wie Skifahren. Sohle. Flick, Flack, Sohle. Oh! Oh! Ja, schau, dass du die Kontrolle immer behältst, dann machst du lieber ein bisschen langsamer und dafür ordentlich. Sauber. Ja, du hast recht. Das ist wichtig. Hopp, hopp,
kurz, kurz, lang, lang. Sehr gut. Dropkick, die Flasche. Oh. Das war ein semi-guter Dropkick. Satz und X. Jetzt habe ich die Zehenspitze. Hast du gesehen? Ich habe extra darauf geachtet nochmal. Wenn der Alex das sieht, dann lobt er mich. Das ist gut, ja. So. Jetzt habe ich schon 5 Durchgänge, gell? Das war jetzt der dritte. Wir machen noch 3 Stück, okay? 3 Stück schaffst du. Und dann machen wir einen kleinen Wettkampf. Jetzt schon? Nein, nach den 3. Gut, Marco, das schaut gut aus. Stabilisierst mit den Füßen gut. Kohle. Hopp, 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 sehr schön. Aber du sollst kurz mit dem Finger ziehen. Dabei. Noch 2 und dann machst du eine kurze Pause, holst dich kurz und dann machen wir den Wettkampf. Hopp, 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 super, sehr schön. Seitlich. Hoppala, mach kleiner mal, mach kleiner mal. Aber ich habe ihn noch gekriegt. Ja, aber schon mal im Spiel wäre der Ball weg gewesen, weil da hast du keine Wand. Okay, besser. Klick, klack, Sohle und jawohl, das war viel besser. Viel, viel besser. Nochmal? Ja, eine noch. Darf ich nur das seitlich Dropkick üben? Ja. Da habe ich meine Probleme. Ja, ja. Was muss ich machen? Mehr seitlich, gell? Genau, mehr von oben, also mehr seitlich drauf, dass du nicht bis zu flach auf. Ja, der ist gut? Ja, der ist besser. Hopp, hopp. Sohle. Hopp. Oh, nicht nach hinten ziehen. Ja. Und nicht in deinen Körper rein. Ich übe nochmal schnell. Warte kurz. Ja. Nicht ungeduldig werden, Trainer. Na, ich bin nicht ungeduldig, ich bin sehr geduldig. Hopp. Oh, schau, hast du ein bisschen weiter vor Augen, so ein richtiges Daumenball zu machen beim Dropkick. Fast zu flach drauf. Zeig nochmal. Du gehst, schau, dass du wirklich von oben drauf gehst, hoch und dann Dropkick flach. So, das ist der Ball. Bist du der Ball direkt bei mir, da brauche ich gar nichts machen, der haut mir nicht ab. Wenn du zu flach drauf gehst, dann haut dir der Ball ab. Was heißt du? Zu flach drauf. Wenn dein Fuß quasi zu weit nach vorne schaut. Also du musst schauen, dass deine Innenseite vom Fuß, dass die wirklich nach unten zeigt und nicht nach vorne. Okay. Bei dir ist es fast so, ja, du machst fast so. Okay. Und dann geht der Ball weg. Ja, weil deine Innenseite vom Fuß nach vorne zeigt und nach oben. Besser? Ja, nach unten. Ja, besser. So, Wettkampf machen wir. Jetzt schon? Nein. Okay, ja, können wir machen. Passt. Wenn du wir können noch ein bisschen bist. Üben. Nee. Wie du möchtest. Einmachen. Machst du einen Wurfgang und dann machen wir einen Wettkampf. Ja, das ist gleich fest. Hopp, kurz, kurz. Die Koordinationsübung schaut sehr, sehr gut aus, Marco. Hopp, ja. Hopp, hopp, Kohle. Hopp. Marco, warum stößt du eigentlich überall an? Das klopft die ganze Zeit. Ja. Ich bin nicht angeschlossen. Okay, alles klar. So, pass auf. Gut, dass die Wände da sind. Wieder. Was glaubst du, was passieren würde, wenn du nur einen Zaun wäre? Okay, 1,5 Minuten wieder Wettkampf. Diesmal sage ich, du schaffst 9. Ja, letztes Mal hast du 8 geschafft, aber ich glaube, du schaffst mehr jetzt. Meine Beine sind aber ganz schön K.O. schon. Ja? Puh. Ja, wir machen danach eine kurze Pause, bevor wir die letzte Variante machen. Okay, los geht's. 1,5 Minuten ab jetzt. Oh Gott. Oh nein. Jetzt. Komm mal zurück. Hopp, 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 hopp. Hopp, sehr gut. Fuß über den Ball. Sohle. Der war schön, oder? Ja, der war super. Der war besser. Oh komm, gleich. Einer habe ich. Einen. Genau, einen hast du. Sehr gut. Hopp, hopp, hopp. Sehr so. Schön. Hopp, klar. Hopp. Raus. Hep, hep. Das ist schon sehr guter Druck. Hep. Sehr guter Druck. Und 10 Spitze hoch. Das war bis jetzt der beste Durchgang, den ich gesehen habe. Überhaupt. Technisch. Ja, wirklich. War sehr, sehr gut. Ja, auf alles geachtet. Wunderbar. Jawohl. Hopp, ja, der war gut. Hopp. 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 So, ja, der war gut. Sohlenwelle ist jetzt besser. Die hintere Sohlenwelle ist jetzt viel besser als vorher. Bereite dich besser auf das, was danach kommt. 4 habe ich, gell? 3. Hopp, 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 hopp. Ja, mach mal super. Sohle, hopp, hopp, Sohle. Gut. Sehr schön, sehr schön. 2 schaffst du noch, komm. Jawohl, Marco. Sehr gut. Okay. So. Flick, plack. Und. Wunderbar, Marco. Geht noch einer. Ja, aber es ist hart anstrengend. Ja. Das ist klar. Bei diesen sommerlichen Temperaturen. Aha. Gut. Okay.
flach. Sohle. Knack. Sohle. Und. Okay, super. Ja, ich bin drüber. Okay, super. Hast du, habe ich? 6. Nein, ich hatte mehr. Nein. Ich hatte 7. Nein. Doch? Ja? Hast du gesagt, 2 schaffst du noch? Dann habe ich noch 3 gemacht. Okay. Also habe ich 10. Ich glaube dir mal. Okay, ist anstrengend. Ist ja, gut. Ist gut. Sehr gut. Okay, wir machen für dich nochmal eine kurze Pause, bevor wir dann die Kannst du erklären? Ja, meinst du das gleiche von der Erholungszeit? Okay. Diesmal ist aber, starten wir wirklich mit dem Rücken quasi in diese Richtung, ja, so dass ich dich anschauen kann. Und wir machen jetzt so Hopsersprünge. Ja. Das ist qualitativ gar nicht so einfach. Wir machen das erstmal auf der Stelle, hier. Immer ein Knie geht nach oben. Und immer wenn das linke Knie auf der Seite nach oben geht, dann gehe ich über einen Marker bzw. über ein Handtuch drüber. Ja. Das heißt hier, hebe ich hoch, hebe ich hoch, hebe ich hoch. Jetzt bin ich auf der anderen Seite und mache dasselbe jetzt wieder zurück. Immer wenn der rechte Fuß hoch geht, gehe ich über auf die Seiten. Dabei immer versuchen, dass wir den Rhythmus auch beibehalten. Ja. Das werdet ihr sehen, das ist am Anfang vielleicht für die, die es noch nicht so geübt haben, gar nicht so einfach. Ja? So, also ich mache es nochmal vor. Wir sind eben diese, wenn ihr euch das schwer tut, dann macht es erstmal auf der Stelle, sodass ihr erstmal in den Rhythmus reinkommt. Und wenn ihr euch dann sicher seid, dann geht ihr rüber auf die andere Seite und jetzt geht ihr wieder rüber. Hier pendelt auf die Seite. Wenn wir hin und zurück sind, sind wir fertig, haben unsere Ball in der Hand, stoppen ihn jetzt hinterm Fuß, Dropkick flach, hopp, rechter Fuß. So, jetzt laufen wir nach hinten rein. Marco, gehst du mal darüber, weil ich komme da gleich vorbei. Genau. So, machen jetzt hier Sohle, Schussfinte, ab nach hinten, Schiebekontakt, Schussfinte, rechter Fuß. Hoppala, war nicht gut. Schussfinte sollte natürlich so kommen, dass ich danach gleich genau im Bogen laufen kann und den Ball in unser Ziel passen kann. Sag nochmal den Trick bitte. Den Neymar meinst du? Neymar? Mhm. Also wir ziehen den Ball mit der linken Sohle nach hinten und holen ihn uns sofort mit dem rechten Fuß wieder nach vorne. Das schaut gut aus. Ja. Genau, das war eigentlich schon die Übung. Wenn du soweit bist, dann kannst du mal starten. Ich muss nochmal zeigen. Ja, soll ich es nochmal zeigen? Ja. Okay, dann zeige ich es dir nochmal im Ganzen. So, also wir starten hier mit den Hopsersprüngen. Ein hin und zurück. So, jetzt stoppen wir den Ball Dropkick. Hinterfuß flach, hoppala. So, Neymar anspielen. Schaut, dass ihr da auch, das war nicht gut vorgemacht, dass ihr wirklich den Kontakt so macht, dass er nach vorne geht. Schiebe rechts, Schussfinte rechter Fuß. Und jetzt passen wir den Ball in unser Ziel rein. Ja? Okay, Abmarsch. Aber nicht so leicht für mich als Linksfuß. Muss ich gehen oder was? Ja, du musst jetzt Gas geben. Hopp, okay, Abmarsch. Warte, ich muss den Rhythmus erst kriegen. Ja, ja, ja. So. Sehr gut, Marco. Aha. Hinterfuß, hoppala, gleich nochmal. Macht nichts. Mein Bauch hat gesagt, dass ich Hunger habe. Ja, okay. Gekrummelt. So, das war super. Guter Kontakt. Hopp, hopp. Sehr schön. Und jetzt? Ja, da hatten wir noch einen Schuss hinter drin, Marco. Keine Wunde hinterher. Fängst du nochmal an? Okay, sehr gut. Sehr gut. Jawohl. Und Hinterfuß, Dropkick, super. Sohle, jawohl, Marco, sehr gut. Schussfinte. Oh, okay. Und muss ich nochmal wegschieben? Ja, Neymar. Ja. Schiebe lieber nochmal korrigieren, falls nötig. Okay. Dann hast du eine bessere Position. So, richtig? Ja, war super. Interessant. Mhm. Übelst nochmal ein bisschen. Übelst? Übel. So. Sehr gut. Okay. Ja, sehr gut. Ei. Ja, alles gut. Das sah doch gut aus. Wirklich? Voll schwer. Ja, aber wir wollen ja auch schwierige Sachen üben. Und dann reißt du dich dann auch die ganze Zeit, oder? Ja, das ist ja nicht schlimm. Wir haben ja auch nicht viel Platz, sonst könnten wir auch ein bisschen gerade auslaufen. So, und Abmarsch. Oh, schon. Verkehrt. Sehr gut. Jawohl, und wieder zurück. Ja. Ah ja, Schussfinte. Ja. Mach's lieber ein bisschen langsamer, Marco. Ja, und dafür ein bisschen genauer. Korrekter. Okay. Ja. Genau.
Genau, wenn man ein bisschen schon aus der Puste ist, macht man dazwischen immer ein bisschen Pause. Ihr seht ja auch, dass die Füße einem dann manchmal nicht mehr so gehorchen, wie man das möchte. Jawohl, Marco. Das schaut gut aus. Hoch. Hinterfuß, sehr schön. Das war ein super Kontakt. Weiter. Nee. Probier es nochmal. Super. Der ist auch zu lang. Ja. Nicht ungeduldig werden. Doch. Ja, mach's aber ein bisschen langsamer einfach. Ja, ein bisschen das Tempo rausnehmen. Dann ist es nicht so. Hopp, hopp. Genau, hopp. Siehst du? Ja, aber dann kommt man wieder. Hopp. Okay. Jetzt haben wir auch ein ganz guter Tipp. Bevor man dann frustriert ist, weil es nicht klappt, einfach ein bisschen das Tempo rausnehmen, ein bisschen langsamer machen. Dann hat man wieder ein Erfolgserlebnis und dann wird es auch wieder. Ja? Wenn was nicht so funktioniert, wie man es möchte. So, reinwerfen. Genau, holen. Gut. Schau mal, schieben. Super. Schieben. Genau. Ja, sehr guter Durchgang. Sehr guter Durchgang. Bada bam. Ja. Das knistert da so. Ja. Hast du einen Schokoriegel dabei? Ja, immer. Machen wir noch zwei und dann machen wir nochmal einen Wettkampf draus. Ja? Das ist echt unfair, weil ich habe für Hunger. Ja, schade. Das letzte Mal war gut. Fang nochmal an. Mach's nochmal. Übel. Warum hast du eigentlich keine Pfeife? Ein moderner Trainer hat keine Pfeife. Ein Klemmbrett? Nee. Jawohl. Hopp, hopp. Okay. Passt. Schussfinte muss ich auch anders ziehen, aber sonst schaut gut aus, gell? Ja, nee, ist gut. Ist gut. Insgesamt super. Okay, dann hole ich ganz kurz und dann machen wir nochmal 1,5 Minuten Wettkampf. Wie viel schaffst du bei der? Ist ja gar nicht so einfach jetzt. Drei? Das ist aber jetzt ein niedriges Ziel, was du da absetzt. Ich würde sagen, du schaffst 6? 5. Ja, 5 ist realistisch. Achte aber wirklich auch drauf, dass du es sauber machst jetzt. Ich möchte jetzt nicht, dass du da hier dann schnell durchhudelst und die Hälfte falsch machst. Ja? Also kein lieber ein bisschen langsamer. Nein. Kein Kuppelmund. Nein, bitte nicht. Sondern wie gesagt, langsam ordentlich machen, Technik sauber ausführen. Ja? Also, Zeit muss ich nehmen. Very gut. Very gut. Okay, Abwasch. Man muss gehen dann. Oder sagst du Abwasch? Hopp. Okay, sehr gut, Marco. Hopp. Weiter. Mach hopp. Schluss für den hopp. Und nach hinten. Verdammt. Und gleich weiter. Gleich der nächste. Erster. Sehr gut. Hopp. Okay, super. Schiebt. Weg. Gut. Und fangen. Jawohl, Marco. Das ist klasse. Pass. Oh, Alter, oh, Zeit. Ja, ich bin ja gegen dich. Wie viel habe ich? 5. 4. 4. Jawohl. Hopp. Einer geht noch, komm, auf geht's. Genau, nicht unsauber werden, das ist gut. Schön auch wieder auf dem vorderen Fuß unterwegs zu sein, das ist auch wunderbar. Auf den Zack und gleich wiederholen mit der Schussfahne. Gut. Verdammt. Komm nicht drüber. Ja, aber die Schussfinte zieht die ein bisschen diagonaler. Das vorher schon korrigieren, kommst schon falsch rein. Gut. Hopp. Genau, mach da noch einen Korrekturkontakt. Genau. So, weil dann hast du nämlich auch sehr gut. Viel besser. Fertig. Okay. Fix und fertig. Okay. Kinder, dann würde ich sagen, wir machen allgemein eine kurze Trinkpause. Wir gehen kurz raus und wir sehen uns gleich wieder. Ja, für dich. Mhm. So, wir machen weiter. Zweiter Teil.
unseres Trainings. Brauchst du den Ball? Ich brauche den Ball. Ich muss nur gerade überlegen, wie ich aufbaue. Ja, alles gut. Vielleicht ist es gar nicht schlecht, wenn wir so aufbauen, oder? Du musst es wissen. Das ist deine Übung. So. Ich wollte da starten. So. Okay. Sieht man mich da? Ja. Seht ihr mich? Ich den Ball. So, ich mach's mit rechts vor. Ist okay? Ist das in Ordnung für dich? Immer. Okay. Du bist schon echt ein Traktor, gell? So. Also, Kugel liegt. Wir machen jetzt 10 zurück, Fußwechsel. Mhm. Se Roberto, Sohlenwende. Se Roberto. Mhm. Okay. Ja. Fußwechsel zurück, Diagonal, Sohlenwende. Zeig vor. Ja. Okay. Also, machen. Ziehen zurück. Hep, hep. Se Roberto rechts, Sohle rechts. Links, Fußwechsel gelenkt. Mhm. Und jetzt machen wir die Sohlenwände raus und passen den Ball hopp ins Tor. Okay. Kannst du mir nochmal zeigen? Zeige ich dir. Muss ein bisschen vom Winkel, glaube ich, anders werden. So. Also, ziehen zurück, Fußwechsel, Se Roberto, Sohle, Fußwechsel, reingedrückt. Und jetzt haben wir nur Sohlenwände raus. Links, okay. Ins Tor. Mhm. Soll ich dir nochmal zeigen? Ich versuch's mal. Wenn ich es noch nicht hinbekomme, dann zeigst du es mir. Okay, dann fangen wir an. Ich mach's mal. Langsam. Ziehen zurück. Fußwechsel. Se Roberto. Sohlenwende rechts. Sohle. Und jetzt gleich wieder drücken. Und jetzt richtig. Sohle. Raus. Genau. Und hast du toll gemacht. Ja. Gleich auf Anhieb. Ist ja Wahnsinn. Und nach dem Se Roberto Sohlenwende machen wir gedrückten Fußwechsel. Okay. Ja, alles klar. So, also. Ziehen zurück. Fußwechsel. Se Roberto. Sohle. Fußwechsel gedrückt. Sohlenwende. Und Stopp. Sehr gut, schaut sehr gut aus. Ja. Ich mal darüber, Chris. Du musst mich korrigieren, wenn ich das falsch mache. Beim Ziehen zurück auch ruhig ein bisschen umspringen. Okay. Und umspringen meint Marco, dass wir das Ding nicht auf der Stelle machen, genau. Sondern den Fuß ein bisschen versetzen, oder? Richtig, genau. Ich habe das richtig verstanden. Also das hier. Genau. So, dass du ein Stück nach hinten kommst und dann holst du den mit dem Fußwechsel. Warum machen wir das? Und live ausprobieren, damit du dynamischer bist und weg von der Position kommst. Okay. Ja, okay. Und was auch ganz gut ist, dass der Ball vielleicht dann nicht hängen bleibt. Was war das jetzt? Ja, das war ein Fehler. Okay. Und den Fußwechsel leicht rechts auslegen, dass du ihn rechts fangen kannst mit dem Se Roberto. Okay, damit also nicht zu weit in die Körpermitte reinfallen lassen. Richtig. Okay, ich versuch's. Nicht Körpermitte. Ist ja, ich, sag ich ja. Weil dann wird der Schiebekontakt. Ja, ich mach's ja alles mit meinem schwachen Fuß, musst du wissen. Okay. Ja, das heißt, für mich ist es nochmal, also hier rüber. Boah. Ja, genau so. Ich darf nicht nebenbei reden, sonst bin ich nicht konzentriert. Bla 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 bla. So, jetzt, genau, sehr schön. Sohle holt, Fußwechsel gedrückt, hopp, hopp und Sohlenwende raus. Sehr schön bis. Und spielt den Fuß. Super. Sehr, sehr schön. Auch der Wechsel von der Sohlenwende dann in den Fußwechsel gedrückt ist schön. Ja, war das okay? So. Genau. Sohle, Fußwechsel gedrückt, hopp. Sohlenwände raus und oben passt. Soll der schon so reinlaufen, oder? Ja, hier. Bitte. Okay. So, dass du in die gleiche Position bekommst. Mhm. Du warst richtig. Ja, Se Roberto. Schöner Schritt. Uff. Und weiter. Fußwechsel, jetzt bist du im Dach schräg. Ja. Und Sohle raus. Genau. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Beim Se Roberto nur mal ganz kurz, vielleicht für die, die ihn nicht kennen. Se Roberto ist eigentlich sehr, sehr einfach, weil wir nur einen Kontakt haben und der Rest ist Fußarbeit. Ja. Und zwar ziehen wir den Ball mit der Sohle und ziehen den Ball fertig, beziehungsweise wir rollen den Ball fertig in die Bewegung und setzen den Fuß nun links vom Ball ab. Also wir haben ein Rollen, ein Absetzen, ein Scherenschritt und jetzt mit der Sohle geholt den Ball und wieder zurechtgelegt. Und dann geben wir die Sohle mit heraus. Okay? Ich würde sagen, du machst 3 Durchgänge noch, Chris. Gehen wir hin. Und dann zeige ich dir auch noch eine kleine Schleife dann. Ja? Okay. Wenn machen wir. Dann kann man noch ein bisschen auf Zeit gehen. Ist ganz gut. Ja, passt. Das machen wir. Hoppala. Das war weniger gut. Ja, kein guter Kontakt. Weiter. Ja, das ist der Gedanke. Du kannst ihn hier, wenn du mit der Sohlenwende holst, ja. Ruhig auch ein bisschen weiterziehen, ja, und reinspringen. Naja, weil sonst deswegen halt Raum hast, du da reinzugehen. Ja, hast du recht. Und immer dran denken, das hat nämlich ein weiser Mann gesagt, immer erstmal langsam machen und sauber. Okay? Ja, nicht gut. Sehr schön. Super. Gefällt mir. So, bist du zufrieden mit dir? Ja, ist okay. Ja? Ja. Also ich bin sehr zufrieden. Sehr gut, das freut mich. Das könnte meinen, du bist rechtsfuß.
jahrelange Erfahrung. Oh, der war schön. Super. Schaut entspannt aus. Ja. So, einen hast du noch, komm. Echt? Ich hab schon was, oder? Nö. Okay, einmal so einen. Dann machen wir noch einen. Sehr schön, super. Sohle und Pass. Pass. Okay, ich würde sagen, üben passt. Mhm. Ja, ich hoffe, bei euch Kindern am Bildschirm funktioniert es auch gut. Wir legen jetzt mal los, einfach mit dem Wettkampf. Wenn es noch nicht so gut bei euch funktioniert, drückt einfach auf Stopp und übt für euch noch ein bisschen und dann könnt ihr gegen Chris den Wettbewerb machen. Okay. Wie viel Stunden? Ich würde sagen, du machst 1,5 Minuten. Ja. Okay. 1,5 Minuten und wir zählen immer die Tore. Genau. Also immer die Pässe, die du machst. Ja, genau. Ja. Nach jedem Pass gibt es einen Punkt. Genau. Ich sage, ich schaffe. Boah, ist schwierig zu sagen. Ich würde sagen, du schaffst 6 Stück. Ja. Okay. Gut. Versuchen wir. Du sagst mir die Zeit und ich lege los. Es ist 11.15 Uhr fast. 11.10 Uhr. Vielen Dank. Stimmt. Halt so, los geht's auf die Plätze. Stimmt gar nicht die Zeit. Stimmt ja. Gar nicht. Und hopp. Oh. Sehr gut. Sohle, Körper stellen. Ja. Schau, dass du den Ball nicht in dich reinziehst, Chris. Ja. Sondern dass du gemerkt, vor dir läuft und dann kannst du gemerkt. Mit einer festen du wirst nur ablenken, nach vorne. Ja. Kannst du schön reingucken. Du wirst mich nur ablenken. Ja. Also es wäre gut, wenn du mal dein erstes Tor schießt. So, hopp. 0. Der war doch auch drin. 2, oder? Ja, 2 habe ich schon. Ist gut. Bist gut in der Zeit. Ja. Echt gut. Hopp, hopp. So, genau, gedrückt, nicht in dich rein. Ja, ich habe schon gemerkt. Und war ich immer noch falsch. Ein bisschen leicht. Dadurch habe ich das Problem. Ein bisschen mehr auf den Vorderfüßen so unterwegs sein. Weißt du schon. Okay, danke für den Tipp. Ja, das ist mein Job. Sehr Roberto. Hopp, Sohle. Sehr gut, umgedrückt. Ah! Nicht klappen. Richtig schön rein. Ich versuch's. So, nochmal. Also eine halbe Stunde habe ich noch. Halbe Minute ist vorbei. Okay. Sehr gut. Der war schön. Ja. Mega. Ja. Ja, ist echt gut. Gefällt mir gut. Okay. Weiter. Hopp, sehr Roberto. Und dann wirst du mal langsam schneller. Weil jetzt schaut es echt super aus. Und jetzt können wir ein bisschen das Tempo hochschrauben. Aber das willst du eh von selbst, glaube ich, machen. Ja. Schau, dass du schön sauber bleibst. Du hast noch 10 Sekunden. Puh. Hep, Sohle, hopp. Und einen Sprung. Gut. Oh, ich stehe verkehrt. Spiel. Sehr schön. Und letzter Durchgang. Nein, ist vorbei. Schluss. Wie viel hast du geschafft? 6. 6 Stück? Ja. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. So. Ja. Ja, ist gut anstrengend. Ist gut anstrengend. Auf jeden Fall. Ja. Jetzt brauchen wir es noch ein bisschen komplexer. Noch komplexer. Ist es in Ordnung? Ja, ich muss ja. Ja. Ja, klar. Gut. Dann würde ich jetzt sagen, damit wir den anderen Fuß auch ein bisschen schulen. Okay? Ja, gehen wir auf die andere Seite raus. Oder? Vorsicht. Was machen die Kinder immer gerne? Zack. Wir machen jetzt linker Fuß ziehen zurück. Warte mal. Bisschen die Hütchen anders stellen. Wir machen jetzt linker Fuß ziehen zurück, Fußwechsel und machen unseren links Roberto, dass wir dort drüben rauskommen. Okay. Okay. Also wir haben links ziehen zurück, Fußwechsel nach außen gelegt. Linker Fuß Roberto, der linke zieht den Ball. Und jetzt gehst du aber wieder hier runter, ja. Schiebst den Ball runter und machst deine Hopp-Sidan-Wende. Und spielst den Ball jetzt vorhin. Nur ganz kurz hier. Zeige ich nochmal. Also ziehen, zurück, Fuß, Wechsel nach außen gelegt. Roberto links, Sohlenwende. Drehst den Körper, Fußwechsel. Ah ja, okay. Nochmal weg. Sidan-Wende. Unklar. Und der linke ist wieder im Pass. Das ist unklar. Beim Pass wieder ganz bewusst darauf achten, dass die Zehenspitze oben ist. Zehenspitze oben, Körper hinter Ball, oder? Genau. Ja. Vorm Ball. Wir sagen vor dem Ball. Ja. Starten wir vor dem Ball. Genau. Und wir gehen durch und die Zehenspitze ist oben. Okay? Okay, ja, ich versuch's mal. Mach's ganz langsam im Gehen. Hier fangt auch nochmal langsam an. Jetzt haben wir den anderen Fuß auch nochmal in der Schuhe drin. Also im Prinzip nach außen. Genau. Durch. Sohle. Hopp. Drücken. Und Sidan. 1, 2. Linker Fuß. Sehr schön. Sehr schön. Ja. Sehr schön. Verstanden. Verstanden. Soweit. So, im Spiel wird man wahrscheinlich mit links als rechts Fuß keinen Roberto machen. Ja gut. Aber es ist einfach. Ist da auch, hat auch einen koordinativen Aspekt. Genau. Nice. Das bei den linken Fuß auch bewusst ansteuern. Genau.
Schnaufen, atmen nicht vergessen. Als Linksfuß. Hopp, hopp, eh netter. Super, sehr schön. Super, und fängt wieder unsere Arme drauf. Sehr schön. Super, 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 super. Super, super. Ihr tüftelt fleißig. Der Chris auch. Ja, ich ist bin sehr, sehr engagiert. Er kriegt heute eine 1, glaube ich. Fleißbildchen. Ja, ein Smiley. Sehr gut. Ein Smiley kriegst du, ein Sternchen baue ich dir. Hopp, hopp, und raus. Sehr schön. Wirklich gut. Ja. Mhm. Könntest du natürlich, warte mal, atmen. Könntest du natürlich auch ein bisschen rübersetzen. Mhm. Dann hast du ein bisschen mehr Raum für deine Sidanwände. So. Und dann kannst du nämlich mit der Sidanwände den Ball besser in die Schräge reinziehen. Du meinst nicht so weit? Gerade so eine Schräge. Ganz genau. Wenn wir hier im Winkel ein bisschen schräger sind und den Ball mit der Sohle zurückholen und schieben, dann sind wir hier in der Sidanwände, müssen wir halt weg von der Wand klauen. Mhm. Aber dann kommen wir genau ins Dreieck rein. Okay, ich mache noch 2. Genau. Und dann machen wir Wettkampf. Okay. Top. Oh, jetzt kommen wir aber ganz schön weit hier rüber. Sohle, passt. Sohle, top weg. Und jetzt Zidane, Wende. Und du kannst auch versuchen, Chris, schau mal her. Schau mal her. Kannst auch versuchen, kann ich den Ball kurz haben oder magst du ihn behalten? Kannst auch versuchen, den Ball mit deiner Innenseite leicht zu klemmen und zu ziehen. Okay. Und dann zu schütteln. Kannst du auch versuchen, quasi wie das aufnehmen. Was ist da der Unterschied? Also ja, dass du halt nicht mit der Sohle draufkommen musst, sondern den Ball eigentlich mit der Innenseite klemmst und auch auf Rasen und auf Kunstrasen gut den Ball ziehen kannst. Okay. Jetzt für Spieler, die Stollen oder so anhaben, ja, ist natürlich verstehe an, wenn du Stollen immer nicht so einfach dran. Ja, klar. Ah, dann startest du. Machst du 2 Durchgänge noch, 3 Durchgänge. Ganz, ganz langsam achtest bitte auf den Kontakt bei der Sidanwende, okay, dass du den Ball schön aufdrehst. Sohle, Fußwechsel, sehr schön. Und jetzt Sidanwende. Und halt dich an der Linie, blauen Märchen. Dann bist du nämlich genau im Winkel drin. Du meinst bei dem Kontakt hier schon ein bisschen seitlich? Ja, genau. Also die Sohle holt den Ball und jetzt gehst du genau parallel. Ja, ich bin zu weit rausgekommen. Hab schon gemerkt. Eine Parallele baust du, okay? Ja, okay. Machen wir. So, sehr schön. Und jetzt zieht, rollt und spielt. Genau. Und der Teil klemmt. Ja, war ein bisschen falsch mit dem Fuß drauf. Aber wird schon. Genau. Super, super, gedrückt. Weiter. Weiter. Die Teller werden ganz gut, gell? Ja. Aber egal. Einmal noch. Macht er gut. Schnaufen? Nein, geht. Doch, geht. Du wirst auf Touren kommen, ha? Ja. Auf geht's, Tiger. Hopp, 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 hopp. Sehr gut. Zack, zack. Und spiel. Oh! Weil du hier rumläufst. Hab ich dich verwirrt? Ja. Okay. So, du legst den Ball hin, machst mal die Hände hoch, schnaufst durch. Oh ja. Ihr holt euch auch kurz. Wir machen ein bisschen Walk. Erholungswalk. Was ist eigentlich mit unserem Kräftigungsprogramm heute? Lassen wir das aus? Ja. Ja? Ja. Ja, wir haben gestern so viel gemacht, gell? Wir haben beim Waldlauf. Wir haben ja auch ein extra Athletikprogramm. Ja. Wann ist das immer? Das wird eingeblendet unten. Das ist immer freitags. Sehr gut. 16 Uhr. Mhm. Ja? Mhm. Okay. Die sind bestimmt auch auf dem YouTube-Kanal noch hier. Ja, das kann man auch in der Beschreibung schon nachschauen. Könnt ihr mal schön reinziehen. Ja, okay. Ich glaube, ich schaffe 4 übrigens. In 3 Minuten. Brauchst du so viel Luft dazwischen dann, oder wie? Ja. Also wir machen wieder Luft im Magen. 3 Minuten. Okay. 1,5 Minuten. Echt? Ja. Schaffst du das noch? Ja, ja. Ja? Okay. Also, es geht los. 1,5 Minuten haben wir Zeit. Der Chris legt los. Auf die Plätze. Fertig. Und go. Hopp. Zieh Linien parallel und hopp. Sidanwende rollt. Und das sehr schön, Chris. Hopp. Schön den Ball laufen lassen. Haben wir ein bisschen mehr Platz, ich glaube, das ist besser. Ja. Genau. Ja, weiter. Super. Sehr schön. Und hopp, hopp. Und spiel. Passt doch. Kein Problem. Nicht abschießen. Doch, klar, Titus. Du stehst auf dem Weg. Hier stehe ich gut, gell? Ja, auf jeden Fall. 2, Sohle. Und klauen wieder. Klauen wieder. Klauen wieder. Ja, hopp, hopp. Mach ich. Und sie da am Ende. Sehr gut. Und spielt. Klasse, Junge. Jawohl. Danach noch eine Schleife. Auch noch. Ja. Okay. Hopp. Hopp. Sohle. Hopp. Bitte die Hopp, Hopp, Hopp. Ich bin ein bisschen zu nah dran. Und pass. Klasse. Christian, es ist unglaublich. Wir haben noch. Wie lang noch? Ja. Du hast jetzt 50 Minuten. 50 Minuten habe ich schon. 50 Minuten sind vorbei. Okay. Und spiel. 10 Spitzen.
Ja. Ja, ja. Ja, muss man dran denken, Ball die Linie lang legen. Okay. Ja, ich hab's versucht. Uff, geht's, uff, geht's. Ja. Überwertung 1, 2, Sohle, Kopf, Fuß, Wechsel, gedrückt. Sehr schön, ja, was für eine Kontakt. Und spielt. Okay, gut. Sehr schön. Das habe ich noch einen. Ja, klar, schaffst du. Wir okay. haben noch 10 Sekunden. Oha. 10 Sekunden laufen. Aber du hast jetzt 4 Dinger geschafft, gell? Nee. Wie viel? 5. 5? Und jetzt gleich 6. Nee, jeder sagt. Und ja. Sehr schön, super. Und stopp. Sehr gut. Genau 1,5 Minuten. Wie geht's dir so? Ja, Sauerstoffzelt wartet schon draußen. Okay. Das werde ich jetzt mal ja. in Anspruch nehmen. Ja. Gut, jetzt zeige ich euch dann noch eine kleine Variante, die ihr in der Schleife üben könnt. Das ist vielleicht für danach oder für die nächsten Tage, wenn ihr es machen wollt. Wir gehen wieder zurück auf den rechten Fuß. Wir machen wieder ziehen zurück. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur diesen Raum auf der linken Seite von uns, wenn ich nach oben schaue, brauchen wir ein bisschen Platz. Also der Chris geht vielleicht nach oben hin. Wir haben jetzt kein Zielpassen drin, sondern lassen den Ball immer die Linie langlaufen. Ich würde euch jetzt empfehlen, dass ihr ungefähr eine Minute das ganze Thema macht. Es geht wahnsinnig auf die Pumpe, wir haben keine Pausen dazwischen. Und immer einen Trick zählen. Ich würde vorschlagen, den Zero-Berto. Also wir starten mit Ziehen zurück, Fußwechsel, Ball nach außen, Zero-Berto, rechter Fuß. Und machen jetzt aber den linken raus, legen den Ball nach oben, stoppen mit der Schussbinde. Und jetzt machen wir den Fußwechsel gelegt, ziehen zurück, Fußwechsel, Zero-Berto rechts, Sohle ins Dach ziehen, lenken, Pop, Schussfinte, Fuß wechseln und wieder ein Ziehen zurück. Ein Fuß wechseln, einen Zero-Berto, eine Sohle wendet, den Ball lenken, Pop, Schussfinte, Fuß wechseln, hoppala, und ein Ziehen zurück. Okay? Also, ich zeige es euch nochmal langsam. Ziehen zurück, Fuß wechseln nach außen gelegt, Zero-Berto klaut die Kugel, die Sohle zieht den Ball raus, sodass wir ein Dreieck haben, legen den Ball, Schussfinte fängt. Und der Fußwechsel geht wieder in die Ausgangsposition. Und das ist ungefähr eine Minute. Davon würde ich fast sagen, 3 Sätze. Sehr, sehr empfehlenswert. Kommt dir auf jeden Fall gut auf Tour. Ja? Magst du es nochmal kurz durchspielen einfach? Für dich? Vielleicht macht es dir auch Spaß? Ich habe gar nicht aufgepasst. Ja, echt? Wirklich nicht? Nein. Also ziehen zurück, Chris. Fußwechsel. Setzen 6. Zero-Berto. Sohle. Ball liegen. Schussfinte. Fußwechsel. Und jetzt gehen wir wieder in die Ausgangsposition. Okay, ich sehe, du bist voll, völlig motiviert. Komm, einen Durchgang. Auf geht's, hopp. Ich hab's immer noch nicht gemerkt. Zieh dich nicht so. Ich hab's immer noch gemerkt. Okay, gesteuert. Du sagst, hör zu. Okay. Okay, ziehen zurück. Ich hab noch nichts gesagt. Ziehen zurück. Ziehen zurück. Fußwechsel. Fuß. Außen gelegt. Zero-Berto. Zero-Berto. Rechts. Sohlenwende links. Sohlenwende links. Aha, anderes links. Ah, stimmt, so rum. Genau. Dachbaum. Kontakt Innenseite. Schussfinte. Ich möchte, dass du da rauskommst. Gib mal her. Also, Zero-Berto rechter Fuß. Hopp, hopp. Jetzt ziehen wir den Ball dorthin mit der Sohle. Ja, ja. Legen den Ball nochmal hin und hopp in die Schussfinte. Ah ja, okay, ja. Komm, komm jetzt. Zur Waschel, hopp. Ich mach's noch einmal, okay? Ja, bitte. Hopp. Zero-Berto. Sohlenwende links. Dachbaum, lenken, Schussfinte, eingesprungen. Sehr gut. Fußwechsel, Ausgangsposition. Perfekt, okay. Okay. Verstrahle Zero-Berto ziehen. Ich wünsche viel Spaß bei der Übung. Macht Spaß. Ja, super. Genau. Okay, gut. Machen wir eine Pause und kommen dann nochmal wieder. Wir machen eine Pause und dann haben wir noch eine Technik. Genau. Eine genau. Stoppen von hohen Bällen? Ja, genau. Ja. So ein bisschen. Ja. Hast du was einfallen lassen? Ja, auf jeden Fall. Okay. 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 Kurze Trinkpause. Diesmal kürzer. Wir müssen uns schon trinken und dann geht's weiter. Genau. Wieder reinkommen. Marco, du darfst auch reinkommen, ja. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. So, jetzt pass mal auf. Wir haben hier ein Hütchen. Seit wann haben wir eigentlich gelbe Bälle, Chris? Seit wir Nike haben. Hoppala, Vorsicht. Verwirr mich doch nicht so. Ja, ja, ja. Hopp. Dann schauen wir, ob ich so richtig aufgebaut habe. Marco, kannst du mir den Ball mal geben? Ja. So, danke. So, wir haben es ja schon ein bisschen angesprochen. Wo muss ich hin? Da, oder? Stolzen. Da ist gut, ja. Ist das dein Ziel? Ja, genau. Echt? Ich glaube schon. Okay.
Schauen wir doch mal, wo du rauskommst. Ja, schauen wir mal, wie du rauskommst. Was wir jetzt machen, ist, wir machen nochmal ein bisschen Dropkick stoppen. Ja? Frontal. Und frontal jetzt erstmal mit der Sohle. Oh, das hatten wir nämlich heute, gell? Ja, das hatten wir noch nicht. Wir haben seitlich Dropkick stoppen. Und wir haben hinter dem Fuß haben wir schon Dropkick stoppen gemacht. Mit dem Standbein. Aber mit der Sohle haben wir es noch nicht gemacht. Ja. Ja? Das heißt, wir starten jetzt hier, stellen uns ein Hütchen hier hin, machen einen Dropkick stopp mit der Sohle rechts. Stoppen den Ball mit einer Schussfinte, wo ihn nur antippen, machen dann ziehen Fußwechsel raus, sofort einen Ronaldo, holen ihn uns mit einer Sohlenwende wieder und ziehen den Ball dann hier ins Tor rein. Ja? So, da haben wir ein paar Richtungswechsel drin. So wichtig bei der Schussfinte, wenn wir die machen. Welche Schussfinte? Ah, nach Dropkick, ja, genau, ja, nach dem Dropkick. So, dass wir hier, normalerweise ziehen wir die Schussfinte ja auch immer weg vom Gegner. So, bei dieser Schussfinte tippen wir den Ball aber nur an. Ja? Wir tippen den Ball nur an, weil wir danach sofort das Ziel-Fuß-Wechsel machen wollen. Holen den Ball mit dem Ronaldo nach hinten, Sohle wieder nach vorne und drücken den Ball hier bravo durch. Bravo. Okay? Noch Fragen? Probier es mal aus. Wenn du es nicht schaffst, dann helfe ich dir nochmal. Hilfst du mir wirklich? Ich helfe dir immer, ja. Warum nicht? Okay. Frontal, Schussfinte, Fuß. Wechsel, Ronaldo links, Ronaldo links, Sohlenwende rechts. Rechts. Genau, Pass links. Schaut schon sehr gut aus. Okay. Okay. Also, Ball halten. Ja. Wann gehe ich über den Ball drüber, wenn er wieder hoch will, richtig? Genau. Also dann versuche ich den Fuß drüber zu kriegen. Genau. Hopp. Super, das war sehr gut. Hopp. Nur tippen. Hopp. Jawohl. Hopp. Drücken. Ronaldo hopp weg. Super. Sohle. Und passen. Ja, genau. Fußspitze schön nach oben, das war gut. Ansonsten schaut es schon sehr, sehr gut aus. Okay. Muss ich hier so. Das ist auf jeden Fall wichtig, dass man ein, zweimal vorher tippt. Schussfinte, Fußwechsel. Und jetzt? Ronaldo links. Ronaldo links. Sohle wieder Sohle rechts. Und hinter. Genau. So ist gut. Wunderbar. Wir haben ein Tor geschossen. Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall ein, zweimal tippen musst du immer, bevor du loslegst. Tippen. Genau. Ja. Ja. Sehr gut. Freuen sich die Nachbarn. Ja. Ihr auch, Kinder. So, hopp. Oh je! Ja, der war nicht fangen wir an, war kein guter erster. Ah, gefährlich. Jetzt bin ich fast in die Kamera gelaufen. Okay. Hopkick, Schussfinte, Fuß, Wechsel und. Ich mach zu viele Schritte, gell? Ja. Hopp, hopp, hopp. Sonst ist aber gut. Gefällt mir. Technische Ausführung ist wunderbar. Fuß, Wechsel. Wie viele Schritte machst du dazwischen? Warte, die genaue Anzahl der Schritte habe ich jetzt nicht gezählt. Warum nicht? Ich mach das hopp eher instinktiv. Hopp, Schritt, Schritt. Jetzt, ja. Sohle. Zu viel Schritt. Hm? Ne, ist okay, finde ich. Wirklich. Also, Hopkick. Schussfinte, Fuß. Wechsel. Ja, genau. Das, hopp. Das ist besser jetzt. Hopp. Sohle. Und hopp. Jawohl. Jetzt habe ich ihn schön getroffen. Ja, du hast auch die Fußspitze schön nach oben gezogen. Mhm. Ganz bewusst darauf geachtet. Ja, ich merke schon. Hopp. Sehr gut. Das war ein super Kontakt. Hopp. Gestoppt. Hopp. Wunderbar. Super Durchgang. Hopp. Sehr gut. Hopp. Und spielt. Ganz stark. Platz 10. Ja, hat mir gut gefallen. Weißt du, was da auch geht? Nee. Nein? Mal ist deine Jung. Hopp, hopp, hopp. Können meine Ideen nicht einfließen lassen. Nee, jetzt gerade nicht. Coach, warum du nicht? Pass auf, am Ende der Übung, bevor wir den Wettbewerb machen. Warum können wir das nicht so anders machen? Weil ich der Coach bin. Achso. Hopkick. Gut. Eins, ja, zwei. Sehr schön. Und Ronaldo. Oh. Ah, das war, der war nicht gut. Und spielt. Gut, machst du auch zwei Durchgänge, dann kannst du mir gerne deine Variante mal zeigen. Weißt du, was ich das Gefühl habe? Ja. Was habe ich für ein Gefühl? Weiß ich nicht. Dass ich den Fuß zu labbrig habe beim Ronaldo. Ja, muss ich mal drauf achten. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet, muss ich ganz ehrlich sagen. Eins, zwei und jetzt? Also, hopp, ja. Das ist immer so der Klassiker, deswegen läuft dir der Ball auch quasi nicht nach hinten, sondern geht zur Seite, weil du den Fuß nicht ganz anspannst. Aha. Und dadurch hat der Ball nicht genug Widerstand und rollt dann dementsprechend weiter in die Richtung. Okay. Ja. Ganz einfach. Einfache Physik. Ja. Oder? Ja, habe ich auch studiert. Hast du studiert? Ja, klar. Zieh Fußwechsel gut. Oh! Wand! Ja. Oh. Okay, okay, stopp. Nochmal. Das war gut und gut. Ja, auf jeden Fall. Ich mag gut und gut. Hopp! Schussfinte. Nee. Hep. Und hopp und hepp, zack. Lass das mir gerne mal deine Variante zeigen. Nö, möchte ich nicht mehr. Okay, möchtest du nicht mehr. Gut, dann machen wir jetzt Wettkampf draus.
Okay, muss ich wieder die Zeit nehmen, oder? Wenn du deine Uhr vergessen hast. 1,5 Minuten? Wie viel schaffst du? 6 Zack, nicht. Nein, nicht schon wieder. Das ist immer dasselbe. 7. Okay, ja, dann musst du auf seine oder 5. Immer höher ansetzen. Echt? Ja. Damit man schön unzufrieden wird? Nee, damit man einen Ansporn hat. Okay, auf geht's. 5. 7. Okay, auf die Plätze. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit, auf jeden Fall. Sicher? Ja, ganz mit sicher. Leib und Seele. Mit Leib und Seele bin ich bereit. Okay. Du auch nicht. Doch, ich bin bereit. Okay. Auf die Plätze, fertig und hopp. Hopp, jetzt. Hepp, Schussfilter, Sohle. Innenseite, Ronaldo, Sohle, Spiel. Okay, war ein blöder Durchgang. Alter, komm, nächster. Erster Mal. Hepp, okay. Hepp. Muss gleich einmal weg. Ronaldo, Sohle. Ach, verdammt, Mist. Schafft das noch schnell. Hoppkick, Schussfilter. Komm auf, jetzt kannst du kurz nochmal. Ich bin nervös, machst du nicht. Nein, ich versuche dir zu helfen. Hopp, hopp. Genau. Hopp, hopp. Gut so und gleich. Hopp, super, Marco. Hopp, das war doch super. Schau mal, der war schön. Gleich noch eins, komm. Gleich noch so einen hinterher. Okay. 5 habe ich schon. Hip, hip, hip. Eine Variante, jetzt am Ende will er mal eine Variante haben. Ja, ich hab völlig. Es beschäftigt mich immer noch, wie ich so. Es beschäftigt mich immer noch. Oh! Hopp. Sehr gut. Gut, dass hier Teppich drin ist, weil dann rutsche ich nicht so. Sehr gut. Wie lange hast du noch Zeit, bevor du hier bist? 20. Ich hab schon. 9. Na! Wie viel hab ich? So, das. 5, 8. 9, niemals. 5. Niemals 12. Niemals. Und hopp, hopp, oh, hopp, hopp, langes Eck, hast du gesehen? Ja, hab ich gesehen, nachdem du davor nach Norwegen rübergelaufen bist. Eigentlich guckst du das ja, aber Norwegen ist auch schön. Okay, und fertig. Ja, bist fertig? Ja, gut. Super. Wow. Hoi. Alles gut? Anstrengend. Ja, dann erhole ich ganz kurz. Zeig ich die nächste. Ja, zeige ich die nächste. So, dafür müssen wir wieder ein bisschen Abstand haben zu unserem Hütchen. Und wir machen jetzt quasi einen eingesprungenen. Das ist ein Stein. Stein. Eingesprungenen. eine eingesprungene Dropkick-Schussfinte. Nee, alles gut. Noch, ich habe jetzt nichts gemacht. Ich zeige es einfach mal vor. Und zwar werfen wir den Ball quasi nach vorne in unsere Bewegungsrichtung und stoppen ihn dann Dropkick flach. Hier, hopp. Und zack, nach hinten. Ja? So. Wenn wir hier hinten sind, machen wir jetzt ganz kurz. Hast du das gemerkt? Ja, so ist es. So, machen wir die Sidan-Rolle nach drüben, machen nochmal den Neymar. Die gefällt mir. Und passen den Ball da. Zeigst du es mir nochmal? Rein. Ja, klar, zeige ich dir nochmal. Das gefällt dir, gell, Marco? Das habe ich mir gedacht, deswegen machen wir es auch. So, also, nach vorne in die Bewegung. Wohin soll der Ball laufen beim Dropkick hinterm Standbein? Soll er liegen bleiben oder sich bewegen? Der soll sich schon bewegen. Okay. Ja, in die neue Bewegungsrichtung wieder. Hopp. Zack. So, der ist eigentlich, der ist gut. Ja, der ist super. Gut. Hopp, hopp. Jetzt sofort und dann gleich wiederholen. Okay. Der Kontakt war nicht ganz sauber. Der Ball sollte dann ein bisschen mehr so kommen, dass ich gleich hinter den Ball komme. Was machen wir, wenn die Ball kaputt gehen? Haben wir noch welche da? Ja, wir haben noch welche da, Marco. Ich habe extra einen neuen Satz bestellt. Extra für dich, weil ich weiß, dass bei dir auch mal was kaputt geht. Ja, das stimmt. Ja, genau. Okay. Okay, probier's mal aus. Zidane, wenn der Ball läuft, Neymar finde. Genau. Okay. Hopp und gleich. Sehr gut. Eins. Das war ein richtig guter Hopp. Hopp, hopp, so, genau. Okay, das ist klar verstanden. Ja, wobei, wir machen das noch ein bisschen anders. Pass auf, wir stellen es um. Um? Ja, gefällt mir besser, weil da bist du zu nah an der Wand. So, pass auf, und zwar nach der, gib mal her. Gib her. Komm schon. Nein, komm. So, nein. Nach unserer Neymar-Wende, hier, hopp. So, jetzt kommen wir nach hinten, sind wir relativ nah an der Wand. Jetzt machen wir nochmal eine Sohlenwende und spielen den Ball dafür raus. Ja? Gefällt mir besser. Was ist, wenn wir nochmal eine Neymar-Finte machen? Kannst du auch machen. Ja, ich probier's mal. Ja, probier's mal aus. Das ist auch cool. Finde ich auch gut. So. Okay. Ja, der war nicht gut. War gleich nochmal. Danke. Hast du selber gemerkt wahrscheinlich. Ja, super. So, jetzt lasse ich ihn liegen. Hopp. Hopp. Jetzt. Eins. Hopp. Zwei. Verdammt. Ja. Nochmal. Also, Sedan-Wende. Genau. Hip.
Hip, Neymar, hopp, hopp, runter, hopp, hopp. Ja, super. Gefällt okay. mir. Alles klar. Ja, gefällt mir. Sieht gut aus. Okay, dann üb mal fleißig. Ganz schön viel Schussfinden dabei. Ja, ist doch super. Haben wir bis jetzt heute auch noch nicht so viel gemacht. Schussfinde. Ja. Und ist ja auch ein wichtiger Bestandteil. Ganz wichtig. Ja, braucht jeder. Super. So, jetzt klaue ich ihn nochmal, okay? Hopp. Sehr gut. Und gleich. Hopp. Hopp. Sehr schön. Ja, gleich. Hopp. 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 Genau. Fass. Super. Aber ich muss links passen, gell? Ja. Okay. Aber sonst schaut es echt gut aus. Gefällt mir. Und komm. Einfangen. Hopp. Genau. Schieben. Und gleich wenn nötig. Eins. Der ist doch besser. Und. Oh! Ja! Okay. Ich muss fast die Neymar-Finte länger laufen lassen und dann gleich nochmal einfangen. Ja, Schiebekontakt passt nicht rein. Ja, nee, auf jeden Fall nicht. Das ist zu wenig Platz. Hopp. Gut, Marco. Hopp. Sehr Clown. Schön schaut das aus. Clown. Eins. Clown. Clown. Super. Clown. Ja. Schau mal, dass das ein bisschen langsam ist. Weil wirkt mir so, als hättest du es nicht ganz unter Kontrolle. Okay. Also geht der Ballgassi mit mir. Ja, genau. Willst du mir das sagen? Willst du mir das sagen? Ein bisschen sagen, ganz schonend. Ja, mach's ein bisschen langsamer einfach. Was ist aber, wenn der Ball das Ziel hat? Stärker ausgeprägt als ich? Ja, dann musst du einen Willen, Ach, Willen arbeiten. Ja. Oh. Oh. Ja, siehst du? Geht doch. Ja? Oh, ist stärker als der Ball. Ja. Ich habe ihn bezwungen. Ja, sehr gut. Diesen gelben Nike-Ball. Mhm. Machst du noch zwei, drei? Der komisch schimpft übrigens. Weißt du das? Was? Ganz normal. Ich glaube, da habe ich zu fest geschossen. Ja, ja. Machst noch zwei Stück. Ja. Eins. Oh, ja, geht noch. Gut abgefangen. Sehr gut, Marco. Wow, galant. Das ist wie Ronaldinho, wenn er in die Latte schießt. Ja, ja. Genau. Okay, komm, eine noch. Okay. Gut. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sehr gut, Marco. Super, das schaut richtig gut aus. Schaffen wir noch einen, der Kampf. Er ist der letzte. Eineinhalb Minuten. Eineinhalb Minuten? Zielvorgabe machen wir diesmal keine. Das macht eh keinen Sinn. Ich zähle mit. Ja, weil wir immer flexibel sind und unterschiedliche Meinungen haben. Echt? Ja. Naja, du hast Erwartungen und ich habe Hoffnungen. Hoffnungen. Okay. Das ist gut. Echt schön gesagt. So. Gut, eineinhalb Minuten Wettkampf. Okay. Wir schauen mal, wer recht hat, meine Erwartungen oder deine Hoffnungen. Ist das Schwimmbad offen danach? Ja. Ja. Auf jeden Fall. Und ich schon. Hopp. Oh komm, Abmarsch. Ja, Abmarsch. Ja. Abmarsch. Hopp. Sehr gut. Hopp. Okay, warte. Kommt. Ich habe mit der Bande gespielt. Darf man nicht, ich weiß, aber ich habe es gemacht. Pass auf. Und auf geht's, komm. Wurf. Ziehen, kombinieren, hopp, hopp. Bin ich ein bisschen navigationslos gerade. Jetzt geht mal wieder Gassi. Hopp, jetzt geht mal wieder Gassi. Neymar. Nein. Auf geht's. Mach jetzt. Deine Ideen immer. Jawohl, super. Sehr gut. Oh, weg. Vorsicht. Okay. Das war der Pikenpass. Mhm. Das ist auch eine grundlegende Passtechnik. Der Klassiker, wenn man nicht mehr kann. Stimmt, das. Aber ich kann noch. Ja. Sieht so aus jedenfalls. Sehr gut. Einer geht noch, komm. Geht noch mehr. Hopp. Weg. Boah. Gut, Marco. Mist! Jetzt wäre fast hochgekommen. So. Wie viel habe ich? Sieben. Fünf. No! Ah, nicht! Wirklich? Mehr! Nein! Hopp, hopp! Hep. Und nochmal. Sehr gut. Ja, war gut, oder? Ja, war super. Fertig, super. Okay. Acht Stück. Und? Alles gut? Ja. Ja, Kinder, damit sind wir fertig für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein.
Fördertraining gibt es immer dienstags um 16 Uhr. Ja, wir haben noch andere Programme. Wir haben Mittwoch immer ein Torwarttraining, falls euch das interessiert, um 16 Uhr. Donnerstag Fußball-Kindergarten und Freitag eine Athletikeinheit. Ja? Bombe. Genau. Alles klar. Dann schönen Nachmittag noch. Ciao. Auf Wiedersehen.